wir wollen Marihuana legalisieren und sammeln Spenden. Können wir was spenden hier? Also Spenden sammeln? Von Ihnen zum Beispiel? Herr Grottenäudel, ich bin gegen dieses Vorhaben. Ich kann Ihnen natürlich nicht verbieten, dies auszuführen, aber ich bin gegen dieses Vorhaben. Sehen Sie, wenn es legalisiert wird, gibt es auch keine verunreinigten Drogen. Und wenn es keine verunreinigten Drogen gibt, dann sterben weniger Leute an Drogen. Vor allen Dingen, an Cannabis können ja gar keine Leute sterben, also. Ich bin gegen den Konsum jeglicher Drogen, denn das schadet dem menschlichen Immunsystem. Ja, ich ja auch, aber wir wollen einerseits... Aber wie können Sie dafür sein, wenn Sie gleichzeitig dagegen sind? Ich bin für die Legalisierung von Drogen, nicht für das Nehmen von Drogen. Ja, aber damit unterstützen Sie das auch automatisch. Nein, das ist falsch. Wussten Sie, dass im Prozentsatz in Holland weniger Leute kiffen als in Deutschland? Sehen Sie, es ist so, wenn man es legalisiert, dann verlieren die meisten Leute ihren Reiz daran. Ja, aber Sie dürfen es legal durchführen. Das ist unser Ziel. Ja, eben. Aber dadurch sinkt doch die Zahl. Und vielleicht werden auch die Verunreinigungen weniger und die Sachen werden nicht mehr ganz so ungesund. Herr Grottenäumel, das ist eine, meiner Meinung nach, ist es ein komplettes Falschdenken, welches Sie da durchführen. Und ich möchte nochmal sagen, ich unterstütze dieses Vorhaben nicht. Alkohol ist etwas schlimmer als entgegen. Es wird trotzdem reichen. Sie bleiben mal bitte stehen, die zwei. Herr Grottenäumel, ich bin leider gegen dieses Vorhaben. Ich bitte Sie auch, aufsteigen. Vielleicht zum Marktplatz zu gehen. Dort haben Sie vielleicht mehr Glück. Da sind mehr Passanten. Alter, wollen Sie mich verarschen? Okay, dann wohl nicht mit zu viel gerechnet. Aber was ist mit der Ausrottung der Juden? Dankeschön, Sie werden das. Kommen Sie mal mit. Was? Was hat er gesagt? Wegen der Ausrottung der Juden. Warum? Oh shit. Wie bitte? Perry, kannst du vielleicht das Fahrzeug impounden? Ja, beziehungsweise guck, ob das seins ist, Erster. Das wäre wichtig. Oder fahr's mal rein, genau. Wieso hat das denn jetzt angeschossen? Ich habe den getasert, weil der eine hat geschrien, er wird entführt und der andere, zu dem habe ich gesagt, er soll aussteigen und ist nicht ausgestiegen. Dann ist er weggefahren und dann, ja, habe ich ihn direkt getasert. Okay. Herr Grottenäumel, ich bitte Sie, sich von diesem Gebiet zu entfernen. Hier dürfen Sie nicht sein. Das, wo ist denn der? Irgendein Baum. Einmal bitte rausgehen. Ich wurde gekidnappt. So, wer wurde entführt? Könnte ich mit dem Kevin dann über die Legalisierung sprechen und die Unterstützung für unsere Partei? Das können Sie später gerne tun, aber zurzeit ist der Herr Kevin und Mr. Perry sehr beschäftigt. Ich bitte Sie, dieses Gebiet zu verlassen. Können Sie uns andere Leute holen, mit denen wir reden können aus dieser... Oder leider keiner da. Zurzeit ist keiner da, alle sind unterwegs im Einsatz. Ja, so, Herr Schniedelbert, Sie wurden entführt. Müssen Sie mit rein, Mucka? Okay, dann kommen Sie, reinkommen. Kommen Sie bitte mit. Der darf einfach mit rein, ne? Hm. Kommt direkt am Polizeirevier. Er hat keine Lizenz. Hey. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo. So, Herr Schmidt. Wir steigen aus. Dann sagen Sie doch mal bitte, aus. Was passiert ist. Habt ihr gehört? Fahren wieder. Okay. Was? Ifrit hier am Hauptquartier. Okay. Bewaffneten Personen. Ich bitte Sie, soll mal die EMG freilassen. Wir müssen das wegen der. Ich werde Sie eben freilassen, Herr Kokens. Danke. Schniedelbert, bitte klärt das. Oder, ja, Sie müssen eben auf uns warten. Hier sind Rebellen im Hauptquartier und das kann sehr gefährlich werden. Deswegen müssen wir eben ganz schnell handeln. Ich werde Sie freilassen, Kokens. Dann bitte ich Sie eben, das Polizeipräsidium zu verlassen. Ich verstehe Sie nicht. Der Typ ist ganz. Und lassen da, ich glaube, die sind wieder weg. Also. Wurde gerade noch per Funk durchgegeben, dass sie hier sind. Dinge angetan. Diese möchte ich niemandem erzählen. Sie waren so grausam. Ich glaube, wir können das in Ruhe klären. Okay, ich glaube, das hier hat eine sehr hohe Priorität. Deswegen erzählen Sie doch mal, Herr Schniedelbert, was ist passiert? Was ist geschehen? Ich hang in einer Mauer fest und da hat dieser Herr Kokings mich erst gerettet. Aber dann hat er mich doch entführt und hat schlimme Dinge mit mir gemacht.
Welche? Herr Cokings, ich bitte Sie, den Zeugen hier nicht zu beeinflussen. Bitte seien Sie ruhig, solange er seine Aussage macht. Herr Schniedelbert, können Sie dann uns genau sagen, was der Herr Cokings mit Ihnen gemacht hat? Das möchte ich Ihnen leider nicht sagen, weil das ist zu grausam. Ich möchte da nicht mehr dran denken. Aber wenn Sie uns das nicht sagen können, dann können wir doch nichts dagegen tun, weil wir nicht wissen, was er mit Ihnen gemacht hat. Sie müssen uns auch mitteilen, was für ein Verbrechen er begangen hat. Möchte ich Ihnen leider dazu nicht sagen. Herr Schniedelbert, wenn Sie nicht mit uns kooperieren wollen, dann wird Herr Cokings wieder auf deinem Fuß dieses Gebiet hier verlassen. Hört, was Sie gesagt haben. Sein Hintern tut weh, hat er gesagt. Ich möchte Ihnen helfen, aber ich kann einfach nicht drüber reden. Es war zu schlimm. Schlimm. Komm, Kevin, springen wir ihm ein. Larry, wo bist du? Da oben, da beobachtet uns jemand. Ja, genau, den habe ich auch gerade gesehen. Kannst du den mal holen? Ach da. Wow, da schießt einer. Ich hab geschossen, nicht erschrecken. Herr Schniedelbert, Sie haben jetzt noch wirklich die allerletzte Chance. Wie bitte? Ich hab ihn getasert. Perry, kannst du den vielleicht holen? Du hast ihn, du hast ihn getötet. Ich bin auch gerade gestorben. Herr Schniedelbert, das ist jetzt die allerletzte Chance, uns mitzuteilen, was passiert ist. Sonst müssen wir Herr Cokings jetzt frei laufen lassen. Ich wurde von ihm ins Auto gezwungen und entführt. Gerade habe ich hier noch hier vorbeigefahren sind, konnte ich fliehen, weil die ihn aufgehalten haben. Also auf diese. Und nun macht ihr auch nicht per Privatnachrichten nieder. Ich habe Angst, hier runterzugehen. Also der Herr Cokings, er steht hier, kann keine Nachrichten schicken, denn er ist gefesselt. Herr Schniedelbert, kann es sein, dass Sie sehr viel getrunken haben? Zu viel für den heutigen Abend? Er hat Mariana genommen. Wollen Sie vielleicht unserer Partei beitreten? Ja, wieder mit der Partei. Herr Schniedelbert. Wir setzen uns für Leute ein, die so ein Leid ertragen haben wie ich. Wir sind die NSRPD und wollen Gras legalisieren. Und Juden ausrotten. Aber das ist natürlich... Schniedelbert, was haben Sie denn gesagt? Jetzt bekommen Sie aber gleich ein Ticket. Ach ja, Kevin.de, da haben Sie doch... Nee, da haben Sie sich wohl verhört. Wissen Sie, diese Aussage wird... Das ist eine Partei für Leute... Nee, ich habe ja nur gesagt, dass diese Partei sich für Leute einsetzt, denen dasselbe geschehen ist wie mir. Okay, das andere haben wir nicht gehört, ja? Ich weiß nicht, was Sie meinen. Jo, dann sind wir ja froh, dass wir das geklärt haben. Dann wünschen wir Ihnen noch viel Spaß mit Ihrer Partei, oder Herr Mucke, haben Sie noch was mit den Kollegen zu besprechen? Ich denke, der Herr Schniedelbart, der ist für heute entlassen. Und Herr Schniedelbert, ich bitte Sie wirklich... demnächst nicht so viel Alkohol zu trinken oder anderen Stoff zu konsumieren, der ihren Gedächtnis oder ihre Wahrnehmung stören kann. Herr Cokings, es tut mir leid für diese Unannehmlichkeiten. Wir werden Sie jetzt sofort freilassen. Nein, Moment, Mucka, den noch nicht. Okay. Er hat keinen Führerschein, dem gehört das Auto, der ist jetzt gefahren. Und er steht einmal wegen Fahrzeugtötung auf der Wanted-Liste. Aber Herr Cokings, wir haben gerade Sie durchsucht. Sie haben ein Fahrzeug, aber besitzen keinen Führerschein. Ja, das ist, weil sich einer von meinem Auto geworfen hat. Dafür komme ich nicht. Herr Cokings, was können wir... Das habe ich aber anders gesehen. Herr Schniedelberg, hat meine Partei mit Ihnen geheilt? Umgefahren. Ich kann Ihnen gern auch eine Schocktherapie bei Ihnen durchführen. Und dann können Sie auch direkt wieder gehen. Was möchten Sie, Schocktherapie oder direkt wieder gehen? Das ist aber eine schwere Frage. Überlegen Sie sich. Ich glaube, ich entscheide mich für das eigene Gehen. Eigene Gehen. Dann wünsche ich Ihnen noch viel Spaß. Sie können gerne auf Ihren Freund, nenne ich es mal, warten. Vorne an der Türe. Vielen Dank für Ihre Aussage und auf Wiedersehen. Dürfte ich mein Auto nehmen und weiterfahren? Das ist nicht Ihr Auto. Das hatte ich gerade gecheckt. Ach so. Ja, dann bis dann. Denken Sie an meine Partei. Auf Wiedersehen. Machen wir.
Begleite ihn mal bis nach draußen. So, Herr Cokings, jetzt zu Ihnen. Also, ich sage Ihnen nochmal, was vorgeworfen wird. Sie fahren ein Auto, wo Sie, obwohl Sie keinen Führerschein besitzen, und Sie haben anscheinend eine Person überfahren. Ja, nicht scheint, ist so. Ich kann doch nichts dafür, wenn Sie sich vor mein Auto werfen. Also wenn er sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung hält, dann müsste das normalerweise funktionieren. Es funktioniert natürlich nicht, aber das müssen wir halt einfach sagen. Haben Sie sich denn an die Geschwindigkeitsbegrenzung gehalten? Ja. Sie haben gerade geschmunzelt, Herr Cokings. Ich frage Sie nochmal, haben Sie sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung gehalten? Nein. Oh, drei Punkte, Luca. Nicht schlecht, du quetscht ihn richtig aus. Herr Cokings, das ist schon die dritte Sache. Ich kann Ihnen ein Angebot machen, weil wir zurzeit sehr, sehr viel zu tun haben. Ich stelle Ihnen ein Ticket von 50.000 aus. Ihr Auto wird beschlagnahmt. Ich bin aber ein armer Schlucker, ich habe kein Geld. Herr Cokings. Sicher fahren. Sie haben drei Delikte sich eingehandelt. Wir können Sie natürlich auch ins Gefängnis stecken, wenn Sie das... Wir können Sie auch ins Gefängnis stecken, wenn Sie es nicht anders möchten. Ich werde Ihnen jetzt ein Ticket ausstellen in Höhe von 50.000. Sie haben die Wahl. Kann ich nicht bezahlen. Geben halt 10 Minuten Knast oder so. Dann muss ich Sie leider 10 Minuten ins Gefängnis stecken. Ich hoffe, Sie sind damit einverstanden. Und ich hoffe, dass Sie wirklich bei so einer hohen Anzahl von Delikten das nächste Mal, wenn Sie aus dem Gefängnis kommen, bedachter handeln. Und direkt eine Lizenz kaufen. Okay. Und sollte es passieren, dass Sie wirklich das nächste Mal jemanden aus Versehen anfahren oder einen Unfall verursachen, der durch einen Desync stattfindet, dann bitte ich Sie, sofort der Polizei Bescheid zu sagen. Ja, hab ich doch. Einer hat sich von meinem Auto geworfen, das habe ich sogar geschrieben. Da haben sie wohl das Telefon ein bisschen falsch bedient, beziehungsweise der Empfang war nicht gerade zu diesem Zeitpunkt da. Nee, jetzt und wirklich? Deswegen haben wir leider nichts bekommen. Willst du mich verarschen? Wir wissen, hier in Kavala ist der Empfang ziemlich schlecht. Viele Leute wollen telefonieren über die Feiertage und deswegen kann das natürlich auch mal passieren. Ja, steck mich im Knast, Alter. Okay, Herr Cokings. Ich hoffe, Sie benehmen sich demnächst wieder. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag im Gefängnis und auch danach. Gleichfalls. Inhaftiere Spiel. In einer Minute habe ich Geburtstag. Dann schon mal alles Gute, falls wir das haben, und viel Spaß im Gefängnis. Ja. Auf Wiedersehen. Nein! 10 Minuten so. Auf Wiedersehen. Und ciao. hast du gesehen, der eine, den du vorher in den Knast gebracht hast, der ist ausgebrochen. Okay. Mal gucken, nochmal müsste es auf der Wanted-Liste stehen. Wegen Gefängnisausbruch. Weil die lädt so lange. Der ist ausgebrochen. Was heißt hier? Gefängnis für 50.000. Wer war das? Der. Der Aristokles. So, habt ihr mal Lust, eine Sportlimit zu fahren? Wir jetzt das nächste Mal oder so, warte, ich sehe den gar nicht auf der Liste. Muss runterscrollen. Ach da. Okay. Geiselnehmer landen gleich in Kavala. Nicht schießen. In Kavala Haku nicht schießen. Holy shit. Dürfen wir denn das Gefängnis irgendwie campen, dass sie dann nicht landen können? Natürlich, wir haben ja auch einen Spawnpunkt am Gefängnis, wo wir spawnen können. Oh. Das heißt also, wenn wir nächstes Mal sowas wissen, können wir den, du hast gerade einen überfahren. Oh. Du hast General. Ich steig mal schnell aus und klär das. Herr General. Schwere Besen heute. Und auf Wiedersehen. Das sagt gar nichts. Ihr habt doch schon wieder getrunken. Wir haben getrunken, sagt er. Das heißt also, nächstes Mal, wenn wir so jemanden... Pass auf, das Ding geht richtig ab, Barry oder Muka, ich weiß ja nicht, wer fährt. Das heißt also, nächstes Mal, wenn wir so jemanden ins Gefängnis... Alter.
die Desings, ne? Wenn wir nächstes Mal jemanden so ins Gefängnis stecken, dann können wir auch sofort dahin gehen und das Gefängnis bekämpfen. Wenn da ein Helikopter in der Nähe kommt, dürfen wir den beschießen, oder? Er darf nicht drüber fliegen. Es ist auf jeden Fall raus, 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 das Ding explodiert gleich. Weg, weg, weg vom Auto! Need help! Das ist gefixt, aber man müsste es explodieren. Okay, ich verbinde mich mal. Ich habe auch nur 8 HP. Können wir uns hier aber anschießen? Ja, das könnten wir auch. Warte, warte. Okay. Danke. Habt ihr alle? Ne, du noch nicht. Ich hab auch noch. Danke. So. Wir dürfen natürlich nicht umloggen, das ist nicht erlaubt, aber ich sag mal, wenn wir in Heli einsteigen vom HQ, wir stecken ja dann irgendwo im HQ rein, dann, beziehungsweise geht ja noch im HQ, dann können wir direkt rüberfliegen, dann sind die Kollegen auch nicht schneller da. Und es ist Sperrgebiet, natürlich dürfen wir dann erstmal eine Verwarnung, wenn wir sehen, der will landen, dann natürlich ist Feuer helfen. Yo Leute, ich hoffe, diese alte Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch bitte einen Kommentar da oder einen Daumen nach oben. Hier oben habt ihr noch eine der letzten DayZ-Folgen und unten die letzte alte Sly-Folge. Haut rein!